Shalom Aleichem, guten Abend. Wir lernen heute Parashat Devarim mit Perush Zera Shimshon von Rabbi Shimshon Nachmani Zatzal. Der Shiur soll sein der Refuah Shlema für gute Besserung und volle Genesung für Elia ben Yehudit. Danke an die Familie, die regelmäßig, kontinuierlich, jeden Woche Shiur für ihn machen. Hashem soll ihm geben Refuah Shlema und gute Besserung und Torah, Tfilah und Tzedakah, Mavirim et Roa Agzera. Nun beginnt man ein neues Buch, fünfte Buch Moshe, Devarim. Devarim bedeutet Reden. Und dieser Shabbat heißt auch Shabbat Chazon, Shabbat der Vision. Es ist interessant, diese ganzen fünfte Buch Moshe, Devarim, ist eine lange Speech, lange Rede von Moshe Rabbeinu, vom 7. Schwat bis 7. Adar. Moshe Rabbeinu sagt, Volk Israel, Shalom, Leitraot, mach weiter, ich gehe. Unglaublich, oder? Also Moshe Rabbeinu sagt sein Volk, Shalom, ich gehe. Und Moshe Rabbeinu, der normalerweise sagt im 2. Buch Moshe, ich bin lo ish devarim anochi, ich bin nicht ein Mensch vom Reden. Hier, ein ganzes Buch, redet Moshe alleine. Das heißt, wenn jemand hat eine Vision, bekommt er die Kraft, die Power, er wird geheilt. Und soll man nie unterschätzen, Kinder, die haben irgendeinen Nachteil oder irgendeine Behinderung, weil zum Schluss können sie werden Moshe Rabbeinu. Also, man sieht, Ende gut, alles gut. Also, um was geht das in diesem Buch? Moshe wiederholt die ganze Tora, die ganze Geschichte komprimiert vom Auszug von Ägypten. Und er sagt das Volk, erinnert ihr euch? Ihr wolltet diesen gelobten Land machen eine Besichtigung. Was ist eine Besichtigung? Wir kennen das heute von Immobilienbranche, wenn jemand will ein Haus kaufen oder sogar mieten, was macht er? Er macht eine Visite, so wie man sagt in Jerusalem Jiddisch. Eine Visite ist eine Besichtigung auf Deutsch. Auch das Volk ist gekommen zu Moshe Rabbeinu und sagt, Moshe Rabbeinu, bitte Visite. Was steht geschrieben in die Torah, in unserer Parasha Kapitel 1, Pasuk 23, die Sache gefiel in meinen Augen. Ich nahm 12 Männer aus euch, einen Mann aus jedem Stämme. Moshe Rabbeinu gefiel ihm, die Augen gefällt ihm, dass die Leute wollen machen Besichtigung. Was soll das? Diesen Buch redet doch von Kritik, von Beschimpfung, von Nu-Nu-Nu, von Warnung. Moshe Rabbeinu ist überhaupt nicht glücklich mit der Benehmung von dem Volk. Sagt Rashi, die Sache gefiel mir, meinen Augen, aber nicht den Augen des Ewigen. Das macht die Sache nicht besser, sondern noch komplizierter. Moshe Rabbeinu jetzt sagt, bitteschön, macht eine Visite. In meinen Augen wunderbar, aber nicht im Augen von Hashem. Wenn es aber Moshe gefallen hätte, warum sprach er darüber unter Zurechtweisungen, dass gleich einen Menschen, der zum anderen sagt, verkauf mir deinen, diesen Esel. Und er antwortete, ja, gibst du ihn mir auf Probe? Er antwortet wieder mit, ja, auch für Berge und Hügel, auch das bejaht er, er sagt ja, da der Käufer sieht, dass der andere ihm nichts abschlägt, sagt er sich, er muss ganz sicher sein,
dass ich keine Fehler dran finden werde. Und er sagte sofort zu ihm, nimm dein Geld, ich will ihn nicht mehr prüfen. Auch ich habe euren Worten zugestimmt. Vielleicht würde ihr davon ablesen, wenn ihr seht, dass es sich nicht verhindern, aber ihr habt nicht davon abgelesen. Okay, ich würde sagen, ja, Serachim Shon, Rashi, Shlomo, wir verstehen Bahnhof. Was willst du sagen? Welche Esel? Welcher Verkauf? Was? Da sieht man, manchmal Leute sagen mir, Shlomo, wo kann man darüber lesen? Jetzt. Jetzt habt ihr gelesen einen Text. Dieser Text, ohne zu lernen, versteht man gar nichts. Banana. Also du guckst und du liest, muss man die Sache zu verstehen. Und Hashem soll mir geben, die Wörter, die süße Sirup zu dosieren in eine Menge, dass man schöne Limonade machen kann. Also, das Volk kommt zu Moshe und er sagt zu Moshe, sollen wir Besichtigung machen in Israel? Sagt Moshe, ja. Wenn er sagt ja, dann warum danach schimpft er? Stell mal vor, ich habe eine Frage. Ich gehe zu die Lubavitcher Rebbe und die Lubavitcher Rebbe sagt mir, ja, mach es. Und ich mache das. Und später kommt der Rebbe und er sagt, hey, Shlomo Raskin, wieso machst du sowas? Hey Rebbe, du hast mir gesagt, ja. Du hast mir gesagt, ja, zu tun. Okay. Warum ist Moshe sauer? Warum? Weil Hashem hat versprochen, dass dieses Land ist gut. Was gibt das zu checken? Und jetzt kommt das etwas sehr interessant. Er gibt eine Prüfung, ein Beispiel von einem Esel. Einer kommt zu seinem Freund und er sagt, kann ich bei dir kaufen einen Esel, ein Chamor? Sagt er, ja. Kann ich dem Esel prüfen auf dem Berg, wie er schleppt? Ja. Kann ich dem Esel prüfen in dem Tal? Sagt er, ja. Überall. Oh, wenn er sieht, dass der Verkäufer ist bereit, die Prüfung zu geben, er will nicht prüfen, er gibt das Geld. Er ist sicher, dass die Sache ist, ja, wenn jemand, okay, ich will die Sache ein bisschen in unsere, wenn einer kommt zu einem Geschäft in Amerika, und er will kaufen Rasiermaschine, Haare. Ich kann mich erinnern, als ich war ein Kind, Leute sind gekommen von Amerika begeistert. Man kauft eine, jeder wird ein Friseur zu Hause. Man braucht nicht bezahlen bei den Türken. Sparst du 20 Euro. Nur, wenn du kannst kaufen 40, 50 Dollar ein neues Apparat. Jeder ist gekommen, gekauft ein Apparat. Es gab Leute, die sind gekommen zu so elektronischen Wholesale-Geschäft und sie haben gesehen eine verpackte Rasiermaschine, Gerät. Darf ich das probieren? Nein, 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 ich habe schon heute 200 verkauft. Gut, er hat 200 verkauft. Und da bringst du das nach Israel und du siehst, das funktioniert nicht. Billig, günstig, kann man nicht checken, kann man nicht kontrollieren. Was heißt das? Das nennt man, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, auf Hebräisch nennt man das Katze in Sack. Also auch auf Deutsch? Gut, Schkoyach. Also in Hebräisch heißt das, man kauft Chatulbasak, eine Katze in Sack. Warum weiß ich nicht, woher es kommt, diesen Sprichwort? Vielleicht, weil wenn die Sack ist offen, die Katze läuft weg. Also du kannst sie haben und wenn du öffnest, die Katze kann so wie ein Leopard rennen, hast du gar nichts in dem Sack. Weiß ich nicht, gerade gedacht. Okay. Shalom Aleichem. Wir haben großes Interesse zu kaufen Matratze. Ja, was sucht ihr bei Matratze? Wir suchen, soll sein bequem für die Rücken, für den Nacken. Ihr könnt gerne probieren. Es ist Nylon drauf. Ja, bitteschön. Schkoyach. Ja, aber wir sind unsicher. Ihr könnt machen 2 Wochen Probe, ihr könnt das nehmen. Und nehmen 2 Wochen. Wenn es euch
gefällt. Nimm das. Wann macht man das? Wenn einer sie überzeugt mit seiner Ware, mit seinem Produkt, hat er kein Problem, dem anderen zu sagen, take it. Mein Sohn soll gesund sein, Hillel, hat mir heute gesagt, ich hatte eine Schuhe von einer guten Firma, es ist geworden ein Loch. Sagt er mir, aber in Amerika, die Firma will glaubwürdig sein, und sie tauscht dir die Schuhe automatisch. Du brauchst nicht jetzt zu betteln und sagen, ja, die Schuhe ist zerrissen, ist ein Jahr, diese Sipurim, Quittung, Schmittung, Pimpung. Also, wenn die Sache ist gut, sie wollen zeigen, dass die Produkt ist gut. Hast du einmal gekauft, die Produkt ist gut, was du kaufen noch einmal. Wenn einer steht hinter seinem Produkt, über seine Ware, schkoyach. Also, Moshe Rabbeinu hat gesehen, dass das Volk zweifelt und sie wollen sagen, ja, wir wollen sehen, ob dieses Land ist groß, klein, starke Leute, schwache Leute, gute Bäume, schlechte Bäume. Sagt Moshe, ja, ihr könnt die Prüfung machen. Was hat er gedacht? Sie werden sagen, okay, gehen wir hin. Hashem sagt dir, guten, mein Urgroßvater, Shlomo Raskin, der Rebbe Rashab hat ihm vorgeschlagen, eine Mädel. Er hat sie geheiratet. Der hat nicht jetzt gefragt, ob er darf nehmen zum Probe. Nein, er hat sie geheiratet. Geheiratet, Shalom. Es gibt keine Probe. Wenn man sagt, dir ist gut, Shalom. Also, Moshe Rabbeinu hat gewusst, er muss dem Volk besänftigen, beruhigen. Deshalb war es gut in seinen Augen, sagt der Serachim schon, zeigen Überzeugung. Ihr kennt das manchmal, jemand fragt dir etwas, du sagst, ja, ich erlaube das, aber musst du fragen, mein Chef. Ich erlaube das, aber muss man fragen, die Gemeindevorsitzende. Meinerseits gerne, aber musst du fragen, meine Frau. Meinerseits gerne, musst du aber fragen, der Rabbiner. Also in die Welt gibt das auch meinerseits gerne, aber muss man fragen, dem Chef. Die Leute kommen zu Moshe. Und sie sagen, Hashem hat gesagt, dieses Land ist gut. Sie sagen zu Moshe, wir wollen machen eine Besichtigung. Moshe sagt, in meinen Augen, in Ordnung. Warum? Weil Moshe ist der Makler von Hashem. Also er muss verkaufen den Boden, die Grundstück in Eretz Israel. Und er sagt, ja, Besichtigung, herzens gerne, lass uns sofort Termin zu machen. Stell mal vor, jemand will dir ein Grundstück verkaufen, er sagt, nein, ohne Besichtigung, geh blind, blanco. Also der Mensch wird kriegen kalte Füße. Moshe hat nur gemeint, zu machen so einen Taruf, so eine, als ob er ist bereit, dass sie machen, aber er hat nicht wirklich gemeint. Er hat nicht wirklich gemeint, in Israel, wenn man schickt jemand eine Einladung zum Hochzeit, schreibt man an Mishpachat Shlomo und Chana Raskin. An Familie, Shlomo und Chana Raskin. Jetzt, wenn ich bekomme jetzt eine Einladung von euch in Post, an Mishpachat Shlomo und Chana Raskin, was heißt das? Die ganze Mishpacha Raskin? Oder nur Shlomo und Chana? Klar, das ist nur Shlomo und Chana. Aber was passiert, wenn einer ruft dich an und sagt, ja, steht geschrieben Mishpacha? Sagst du, ja, klar, Kola Mishpacha. Aber du erwartest nicht wirklich, soll die ganze Mishpacha kommen. Also du meinst höflich, ja, alle sind eingeladen, gerne. Aber du denkst nicht, jetzt deine Familie Raskin nimmt einen Bus und kommt zu deiner Hochzeit. Du hast dich vorbereitet für bestimmte Leute. Es ist mir schon einmal passiert, ein guter Junge aus Frankfurt hat uns angeboten, Gastfreundschaft in Südamerika. Und ich habe gesagt, die ganze Familie kommt. Sagt er, gerne. Ich habe gesagt, du weißt nicht, wie viel ist die ganze Familie. Es ist viel.
Raskin und Hartmann. Aber ich sag mir, lass uns konkret reden. Und jetzt kommt die Idee von konkret oder im Allgemeinen. Und der Seraschim schon beginnt mit juristischen, finanziellen Marktbedingungen von Leuten. Das ist unglaublich, das ist schon fast mehr als 250 Jahre Recht in Italien. Aber die Gesetze sind so. Es gibt Gesetze vom Land. Wenn ein Produkt ist defekt, gibt man zurück. Wenn er ist Produkt defekt von vornherein, gibt man zurück und man tauscht. Niemand will darüber trügen. Ein Beispiel, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Einer geht ins Supermarkt und er kauft Leben. Quack, quack. Nun, heute ist der 18.07. Er geht von dem Kasse raus, steht geschrieben 17.07. Er kommt zu der Verkäuferin und sagt, Madame, defekt, also diese Quack ist nicht gut. In jedem Land, in jedem normalen Land, in jedem normalen Geschäft, in jeder Handlung von Geld hast du ein Produkt gekauft und die Produkt ist gleich defekt, nicht das, was hast du bezahlt. Sofort nimmt man das zurück. Das ist klar, das ist Regel in der Regierung. Wo beginnen die Probleme? Wo beginnen die Situationen, die Diskrepanzen, die Missverständnisse, die Reibungen bei Menschen, wenn es hat zu tun mit Geld? Sagt der Seraschim schon, wenn die Sachen sind nicht so klar. Einer sagt, ich möchte bestellen, für unsere Altenheim Quack mit Ablaufdatum von 2 Wochen. Also noch 2 Wochen Ablaufdatum. Und er schickt dir und es ist nicht 2 Wochen, es ist 10 Tage. Und du rufst an, 2 Tage später, und du sagst, tut mir leid, ich will die ganze Ware zurück. Sagt der andere, nein, es ist eine frische Quack. Es ist eine frische Fleisch. Ihr könnt das gerne essen. Dass du brauchst das für noch 2 Tage, tut mir leid, das Produkt ist wunderbar gut. Ihr könnt das essen, ihr könnt machen mit dem Quark Joghurt, ihr könnt machen, was ihr will. Ich nehme nicht die Ware zurück, die waren schon bei euch. Die sind abgeliefert, Shabbat Shalom, sagt der andere, nein, 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 nein. Ich habe dir gesagt, ich will 2 Wochen frisch Quark nach vorne. Jetzt stellt sich die Frage, hat man gesagt, hat man geschrieben, hat man einen Vertrag gemacht oder nicht? Jetzt. Beim Geld, bei Sachen von Produkten, spielt eine große Rolle, schriftlich oder mündlich. Meine Frau hat gekauft Schuhe. Sie schickt mir zu dem, sie will nicht die Schuhe. Ich komme zu dem Geschäft, ganz höflich, ich sage Shalom. Ich möchte die Schuhe zurück. Okay, sie guckt, haben Sie Quittung? Ja, sie guckt auf die Quittung. Es ist 3 Tage vorbei. Sag ich, ja, Freitag habt ihr früh geschlossen. Weiß ich nicht warum. Meine Frau war da. Schabbes gehe ich nicht zum Geschäft. Sonntag habt ihr zu. Montag bin ich da. Ja, tut mir leid. So sind halt die Regeln. Sag ich, stimmt. So sind die Regeln, aber meine Frau hat mir geschickt und ich muss etwas machen jetzt. Was können wir machen, damit soll ich glücklich sein und dass ich eure Kunde bleibt und sehe, dass eure Produkte sind gut. Ich will weiter Schuhe bei euch kaufen. Aha. Sie schaut mich ein, sie sagt, okay, ich kann dir gerne erstatten Gutschein, aber nicht Geld zurück. Das ist schon, wie man sagt, auf die Grenze. Das ist, nein, wenn einer will das Geld zurück, jetzt stellt sich die Frage, wer hat recht? Wenn der Verkäufer hat eine Quittung, die abgelaufen, dann hat er recht. Aber was passiert bei dem Quack, wenn ich habe geschrieben, ich möchte Joghurt 2 Wochen Ablaufdatum und es ist 10 Tage, habe ich auch das Recht, dem Quack zurückzuschicken.
Jetzt fragt ihr, was der Serachim schon für, hat er mit dem Parasha jetzt in juristischen Sachen mit Quark, mit Schuhe, mit Produkt, die Produkt ist ja gut, die Produkt ist nicht gut und so weiter und so fort. Da kommt der Serachim schon und erklärt etwas sehr interessant. Und dieser Begriff heißt, der findet immer einen Fehler. Der findet immer was. Ja, was heißt, der findet immer was? Aber es gibt Sachen, die sind gut. Es gibt Quack für 2 Wochen. Es gibt Schuhe, die passen. Nee, du kennst nicht die Leute. Die finden immer was. Was heißt diesen Begriff? Die finden immer was. Jetzt kommt. Es gibt Grundlage von Menschen, die unzufrieden sind. Und wenn ein Mensch ist unzufrieden, er wird was finden. Er wird was finden. Er wird sich bemühen, etwas zu finden, der ihm nicht gefällt. Und die Leute sind Meshugoi. Ich habe sogar gesprochen mit einem Verkäufer, sogar in großen Geschäftsleuten im Internet. Sie sehen, welche Kunde übertreibt mit Tauschen. Also jeder tauscht von Zeit zu Zeit. Das passt nicht, das passt nicht. Legitim. In Amerika ist noch verbreiter, in Deutschland ist noch ein bisschen konservativ. Aber es ist bekannt, manchmal passt das nicht. Passt nicht dem Kleid, passt nicht die Schuhe. Gut, dann will man tauschen. Aber wenn einer hat schon in seinen Akten bekannter Tauscher, manchmal die Firma will ihn nicht mehr haben. Tu mir einen Gefallen, dreh jemand anders den Kopf. Also bei mir, immer hast du eine Beschwerde, hast du immer eine Reklame, reklamier bei jemand anders. Jetzt guck mal, was passiert. Hier mit die Geschichte, mit die Meraglim, mit die Kundschaften und die Land. Sie sagen, wir möchten wissen, welche Sprache reden die Leute in Israel. Was geht dich an? Was geht dich an, welche Sprache reden sie dort? Das ist, als ob jemand will deine Wohnung kaufen. Aber er will das nicht wirklich kaufen. Und er sagt, der Makler, ja, ich möchte sehen, ob die Wohnung ist groß, klein, stark. Und die Bewohner, welche Sprache reden sie? Ah, Deutsch, will ich nicht kaufen. Ah, die reden Jüdisch, will ich nicht kaufen. Ja, hallo, was willst du kaufen? Wohnung oder Bewohner oder was? Wo ist dein Problem? Sein Problem, er sucht Problem. Die Problem ist, dass er Probleme sucht. Und wenn er sucht, komischerweise wird er finden. Er wird sagen, ja, die Wohnung ist eine gute Wohnung, super, aber die Bewohner sind Jugoslawen. Diese Wohnung will ich nicht. Was hat das zu tun? Jugoslawen sind tolle Leute. Jeden sind tolle Leute. Gibt auch wunderbare Deutschen auch. Also, was stört dir, wer wohnt dort? Welche Sprache wird dort gesprochen? Ve'yashivu otanu davar. Sie sollen uns sagen, welche Sprache kommt man dort. Und da kommen die und sie sagen, puh, dieses Land ist riesig. Große Früchte, Balagan, hoch 3. Und übertreiben, da hat Moshe verstanden, diesen Besichtigungstermin, das er denen gegeben, am Anfang dachte er, es ist gut zu geben. Aber es war ein Fehler. Sie wollen keine Besichtigung. Sie wollen kommen mit einer klaren Ausrede, warum sie das nicht wollen. Und das ist die Beschwerde. Für manche Leute, du sollst nicht geben die Möglichkeit, dich zu prüfen oder zu besichtigen. Egal was du tust, sie werden immer finden, etwas zu kratzen. Sie werden immer finden, etwas, der sie nicht gefällt. Und das ist die Kritik von Moshe. Moshe hat gesagt, ich habe nur gemeint, euch zu besänftigen, dass ihr Besichtigung macht, um zu zeigen, ich bin von dem Produkt super überzeugt. Hashem hat gesagt, das ist ein Land, die fließt Milch und Honig. Und ihr werdet dort die Sprache sprechen, was ihr wollt. Aber wenn ihr wollt nicht, wenn ein Mensch will nicht, findet er klar einen Grund, warum er nicht will. Der Mensch ist ein raffinierter Typ. Er wird finden unter die Erde
eine Nebensache und er hat von dieser Mücke wird machen ein Elefant. Und das haben sie gemacht. Die sind gekommen von diesem Land und von jeder Mücke haben sie gemacht ein Elefant. Es war ein Mensch, 4 Meter. Sie haben ihn genannt, ein Risiker. Sie haben gesandt einen großen Granatäpfel. Die haben gesagt, Tschernobyl. Also sie haben jede Sache übertreibt. Und natürlich, wenn man übertreibt, hat man keine Lust, die Sache zu haben. Okay. Wollen wir beenden mit etwas sehr Interessantes. Die Zukunft steht bei den Menschen, wo in ihre Herzen brennt Vision. Vision ist eine Kraft, der Menschen bewegt, die Menschen motorisiert. Wie sagt mir heute ein Freund, Schlomo, ich mag Leute, die machen und lachen. Und du machst und du lachst. Solche Menschen können die Welt bewegen. Leute, die eine davon haben, reicht nicht. Wenn du nur lachst, wird gar nicht bewegen. Und wenn du nur machst, wird auch nicht stärken. Man muss machen und lachen, aber am wichtigsten Vision zu haben. Nur machen und lachen kannst du arbeiten in Zirkus in Frankreich. Aber wenn du hast eine Vision und diese Vision erfüllt der Mensch mit Mut, mit Kühnheit, auch wenn das ist wenige Leute, von ein bisschen wird sein ein voller Schüssel und eine wird dem anderen bringen und einbinden und kleben, zu werden Makkabim, Chashmonaim, jeden Gruppe, Hasidim, spielt keine Rolle. Menschen beginnen mit Begeisterung, einer dem anderen zu begeistern. Was sagen heute die Jugendlichen? Ja, was ist meine Vision? Gutes Job. Schönes Auto. Schön zu reisen in die ganze Welt. Hey, das ist Vision? Nein, das ist keine Vision. Du hast nicht, wo zu träumen. Du hast nicht, was ist dein Ehrgeiz. Wenn ein Mensch hat keine Visionen, die groß sind, die mit Realismus erfüllt voll sein Leben. Warum? Weil da will er mindestens in die Welt genießen. Aber da bleibt im Herzen Leere, Emptigkeit, Zynigkeit. Deshalb, heute, manche Leute sehen, dass negative Leute sind voll Begeisterung. Es gibt viele Gruppen, die wollen nicht in die Welt unbedingt Licht verbreiten. Sie wollen Dunkelheit verbreiten. Und die sind voll motiviert. Die sind voll energetisch. Warum? Weil sie haben Vision. Genauso wie bei der negativen Sache, Vision kann die Welt so überzeugen. Auch beim Guten, beim Positiv, kann es aber viel langsamer. Warum? Schauen Sie, wenn man will ein großes Gebäude runterreißen, reicht eine kleine Bombe und alle sammeln sich am Montag um 16 Uhr und die Bombe explodiert und das ganze Gebäude fällt wie eine Gruppe von Domino. Willst du so ein Gebäude bauen? Oi, 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 hunderte von Leuten. Jahrelang, das heißt, gute Sachen dauert. Schlechte Sachen sind in einmal. Eine Frau kann tragen 271 Tage ihr Kind. Gott behüte einen Schuggen, er fährt mit dem Auto gegen sie über auf dem Autobahn nach Jerusalem. Verliert sie das Baby beim Unfall. Warum? Weil eine ist gefroren, nicht normal. Schlechte Sachen werden ganz schnell. Aber müssen wir lernen von dieser Parasha, dass muss man Vision schenken. Muss man Motivation erwecken. Jeden Mensch hat in sein Herz gute Sachen, Kraft. Man muss ihn nur wecken. Wie beginnt man die Vision zu bauen? Antwort von dieser Parasha: nicht suchen die ganze Zeit, was nicht stimmt. Nicht leben die ganze Zeit mit diesen kritischen linke Auge, immer was zu suchen, immer was zu finden. Ich mache hunderte Shiurim, tausenden Shiurim,
Stör dir mein Deutsch, das ist mein einziger Fehler. Weil du kannst Deutsch besser, kannst du nicht hören, die Vision, die steckt hinter meine Gedanken. Stimmt, du weißt besser Deutsch. Dann zeig deine Vision, mach Shiurim, bitteschön. Wer stört dir? Mach Shiurim in Mishnah, mach Shiurim. Ja, Shlomo, ich hätte gerne gehört deine Shiurim, aber die Sprache ist nicht so gut, dass meine Kinder sollen es so lernen mit die zerbrochene Jiddisch. Ich habe mich entschieden, nicht verletzt zu sein. Aber das ist genau der Wochenabschnitt. Wenn ein Mensch sucht eine Ausrede, warum er etwas nicht tut, er wird immer finden. Du wirst nicht mögen die Synagoge, du wirst nicht mögen den Rabbiner, der wird dir sein zu schnell und der wird dir sein zu langsam und der stört dir und es stört mir das und es stört mir jenes. Die Parascha sagt uns, eine Jammersack bleibt Sack. Katze in Sack. Er wird finden in jedem Quack, in jedem Produkt ein Problem. Er wird immer sagen, ja, meine Quack war mit Schimmel. Und die ganze Welt wird hören über seine Quack mit Schimmel. Jahrelang kaufst du doch gute Quack. Und glauben Sie mir, heute beim Geschäft, als ich habe beschwert, dass die Schuhe sind zerrissen, hat er gesehen, gute Kunde, er hat gesagt, ich repariere dir. Falls ich schaffe, das nicht gut zu reparieren, kriegst du Erstattung. Ich habe keine Quittung. Aber wenn du versuchst, wirklich an die Sachen zu gehen, du willst nicht jetzt durch deine Beschwerde irgendeine Coupon abschneiden. Da beginnen die Probleme in der Welt. Sei ehrlich und sei ehrlich gegenseitig. Und wenn du bist ehrlich gegenseitig, jeder wird dir entgegenkommen. Moshe ist verletzt, dass er denen angeboten eine Besichtigung. Und er hat nicht verstanden von vornherein, egal wie viele Besichtigungen werden sie haben, sie werden, es gibt so einen Witz, dass eine Hauselterin hat den ganzen Tag geputzt und zum Schluss die Chefin, die Matronisse, ist gekommen abend nach Hause und sie hat oben über dem Schrank gemacht, also mit den Fingern und gefunden ein bisschen Staub. Es gibt Staub über dem Schrank, auch bei dir, liebe, bei jedem gibt es, bei jedem kann ich finden auf dem Dach ein bisschen Spinnen in die Ecke. Um was geht das? Im Großen und Ganzen muss man bei der Besichtigung die wesentlichen Sachen finden, die ich will. Aber wenn du nicht willst, spielt keine Rolle, wie viele Besichtigungen wirst du machen. Du wirst immer finden irgendeinen Fehler, weil du nicht willst. Ab dem Moment, wo du willst, wirst du finden. Weißt du, warum viele Leute heiraten nicht und haben keine Liebe? Weil sie machen zu viel Besichtigung. Sie machen zu viel, jeden Mensch hat einen Fehler. Jeden Mensch von vornherein. Jeden Mensch von vornherein sollst wissen, der hat Fehler. Und du hast nicht Fehler? Nur der andere muss sein humorvoll, lieb, elegant, intellektuell. Bist du lieb, intellektuell und humorvoll und nur der andere nicht? Jeder Mensch hat Vorteile. Mach eine Besichtigung, wirst du finden ein gelobtes Land. Irgendeine, sage ich immer, ist immer besser von keine. Hätte ich gesucht an mein Leben vollkommene, vollständige Freunde, denn in dieser Welt will ich nicht finden. Ich bin wohl vollständig? Nein, weit davon. Ganz weit davon, von Vollständigkeit. Aber gibt es gute Seiten? Machst du Besichtigung? Welcome, welcome. Also Moshe Rabbeinu ist ärgerlich und sauer in dieser Parasha. Wieso haben sie ihn so verführt, mit dieser Bitte die Besichtigung zu machen? Und er wollte sie beruhigen. Ja, das Produkt ist wunderbar. Ihr kennt den Testen, ihr kennt den Esel prüfen in dem Berg. Ihr könnt den Esel prüfen in dem Tal, ihr könnt den Esel prüfen im Winter und im Sommer. Aber sie werden sagen, ja, der linken Ohr von dem Esel ist ein bisschen kleiner von dem rechten Ohr von dem Esel. Und der Esel hat auch so Zähne von Esel. Ja, was habt ihr gemacht? Der Esel hat Zähne jetzt von einem schönen, von Königin Esther oder was? Sein Esel. Also wenn du suchst Probleme, wirst du finden. Schkoyach, ich danke euch für das Zuhören. Die Shiur soll sein, Lerefuah Shlema, für gute Besserung, für Elia ben
Yehudit, und sollen wir lernen am Leben zufrieden sein einigermaßen. Hast du eine echte Beschwerde? Beschwer dort, wo es hilft, nicht überall. Sag das dort, wo man, du siehst, jemand wird was tun, jemand wird was reparieren. Ansonsten, schweig. Shkoyach, todaraba.